seid gegrüßt zu einem neuen FIFA-Clash. Ich habe mir heute zweimal überlegt, ob ich diese Herausforderung tatsächlich annehmen soll. Darum ist der Robin auch jetzt heute bei mir. Es geht nämlich heute gegen einen FIFA-Profi vom Team Next Gen. Der Christoph ist heute am Start. Genau, also ich bin quasi heute so der Coach. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, unser lieber Gegner, stell dich doch einmal kurz vor. Kann ich das schon sehen. Ja, guten Tag erstmal an die Zuhörer. Ich bin Christoph Heberer, besser bekannt als NXG Ximmelt. Und ja, spiele halt fürs Team Next Gen und das seit Februar 2014. Ja, das heißt, wir haben ja heute quasi einen, wie Nicole schon sagte, einen echten Profi, auch wenn Nicole sich auch in einigen Gefilden manchmal als Profi bezeichnet. Ich mich selbst nie. So vermessen bin ich nicht. Genau, und da die Nicole sagte so, Robin, kommentier das bitte, ich muss all meine 110% aufwenden, um zu spielen und dann kann sie dabei nicht reden, werde ich das heute übernehmen und natürlich auch so ein bisschen dafür sorgen, unseren Gegner so ein bisschen abzulenken. Das ist gut, das finde ich gut. Ich habe schon gesehen, ihr spielt beide mit Real, oder? Habe ich das gerade richtig? Nee, du spielst mit PSG und er mit Real. Genau. Kann ich nicht spielen. Irgendwie so. Ich dachte schon so, okay, vielleicht spielt ihr ja mit einem etwas seichteren Team so. Aber wenn er hier gleich schon mit mit Real aufkreuzt, so dann, ja. Ja, dass du gerne mit Zlatan spielst, wissen wir. Aber Christoph, erklär du doch vielleicht kurz mal deine, wie du Real aufstellst. So, was so deine Präferenzen da sind, worauf du da achtest. Ja, also erstmal geht es darum halt, dass ich die Spieler halt drin habe, mit denen ich am besten klarkomme. Und dazu gehören halt bei mir die offensiv starken Spieler wie beispielsweise Ronaldo und Bale, auf die ist halt unverzichtbar. Dahinter dann noch Benzema und Isco. Und ja, dann stelle ich halt etwas zentral defensiv offensiver auf mit Modric, weil der macht nicht so viel hinten. Und dann noch Coentrao, der bei mir eher hinten bleibt, was ich auch nochmal extra einstelle. Okay, und wie sind so, also du musst jetzt wissen, ich glaube, die Nicole hört dich gerade nicht, von daher kannst du mir all deine Geheimnisse verraten. Wie sind so deine, wie beginnst du so ein Spiel? Wie ist da so deine Taktik? Gehst du erst defensiv oder versuchst du schnell ein Tor zu machen? Wie läuft das so bei dir? Es geht darum, für mich erstmal den sicheren Ballgewinn zu haben und dann erstmal zu gucken, wie steht der Gegner, wo sind die Lücken, wo kann ich durchspielen und dann sich ins Spiel hier hereinfinden. Ja, und dann haben die beiden auch einfach schon Anstoß gemacht. Unser Profi spielt quasi im hübschen Lachs-Rosa. von rechts nach links und Nicole spielt mit Paris von links nach rechts und wir sehen schon, Christoph hat schon die erste, dribbelt sich durch den Strafraum, kurze Flanke. Ach, oh. Den hat doch mein Torwart. Und da wird er direkt, ein kurzer Kopf, ist gefährlich, glaube ich, nicht mehr so gefährlich wie letztes Jahr im 2014. Ja, und Nicole haut das Ding direkt mal ins Tor. Ja, keine Ahnung warum. Ja, das war jetzt nicht da so. Da geht's schon wieder los. Gefährlicher Einwurf. Ja, also man muss sagen, Kopfbälle eindeutig schwächer geworden als im letzten Jahr. Ja, also ich behaupte mal, die Situation gerade in FIFA 14 wäre das ein Tor gewesen. Ja, das ist gut und gut möglich. Also das war abseits, das hat Nicole auch gesehen. Wir müssen uns noch ein bisschen einspielen hier. Ja, ich merke das schon. Ibra und Cavani. Oh, ganz böser Fehlpass. Jetzt mal gucken. Ich kann nur leider... Noch ein Fehlpass. Oh, und er legt sich den zu weit vor, die olle Pflaume jetzt, hier, ey. War Vorteil. Aber er dribbelt so ein bisschen. Ja, ganz, ganz sicheres Aufbauspiel eigentlich. Nichts Überhastetes. Zieht er vielleicht von da ab. Boah, da versucht er dran vorbei zu dribbeln. Klappt aber nicht. Nicole wieder im Ballgesitz. Und das ist jetzt doch hat schon eine gewisse Brisanz, muss ich sagen. Nicole versucht es. Und dann läuft er wieder nicht. Warum läuft er denn nicht? Der blöde Lavezzi. Geprägt von Fehlpässen. Ja. Stark, das ist abseits. Das sehe ich doch. Benzema, ich bin dich. Stark. Ja, also die ersten 11 Minuten oder 12 Minuten schon fast torlos. Ich habe gedacht, es gibt ein schnelles Tor, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich nicht. Ich habe es gehofft, aber für mich jetzt natürlich. Oh, Nicole. Was sind denn das für Pässe, liebe Leute? Nicole und ihre ruhenden Bälle. Ja, guckt ihr das doch mal an. Was machen Vorteil, die denn da? Da oben startet, das wäre auch abseits gewesen. Aber er kriegt den Freistoß. Ja. Aber was machen die denn da für Kackpässe? Keiner läuft mal zum Ball. Alle gucken sie nur dumm in der Gegend rum. Da kriegst du schon wieder eine Krise. Kurzer Freistoß. Und erstmal zurück. Man merkt da schon jemanden. Die Erfahrung, jetzt wollte ich gerade seine Erfahrung loben, dass er das versucht, ruhig aufzubauen und dann auf einmal so ein überhasteter Ball über die Außen. Nicht optimal.
Ja, nicht richtig dosiert gewesen, der Pass. Nee, der hätte ein bisschen kürzer kommen müssen. So, jetzt Nicole wieder, ruhender Ball verloren. Das ist also nicht Nicoles Stärke, sagen wir es mal so. Und jetzt oben startet er. Ne, das hat Nicole gesehen. Ja, die Torwerte, wie wir sie kennen in FIFA 15, gewohnt risikofreudig. Oh ja, und nicht zuverlässig. Und nicht zuverlässig, das stimmt, genau. So, jetzt versucht Nicole oben, startet. Nein, sie verließ den Ball. Oh, abseits. Ja, beide stehen gerade erstaunlich weit vorne. Also wir haben jetzt schon mehrere Abseitssituationen gehabt. Ist auch ungewöhnlich. Ich habe jetzt gedacht, es ist ein bisschen weniger Geschwindigkeit, ein bisschen defensiver. Oh, unten startet der Zopf. Puh. Stark. Kommt die Flanke. Nein, da hat er wieder den Ball. Da verliert Nicole erneut einen Zweikampf. Das jetzt vorne ist gerade wenig. Ronaldo wartet so ein bisschen auf den Ball. Oh, und er springt daneben. Er springt einfach daneben. Isco. Steht auch, also hat er auch gerade erklärt, er stellt Isco doch recht offensiv auf. Kann man machen. Er hat ja auch quasi vorne als Mittelstürmer fungiert, weil Ronaldo immer wieder keine Lust hatte zu laufen. Oh, ja, Isco kam für mich jetzt rein für Hernandez. Früher war es Hernandez, aber seit den letzten Cups ist es jetzt immer wieder Isco. Oh. Ja, da keine richtige Anspielstation gefunden, glaube ich. Lange gewartet. Immer gucken, was der Gegner macht. Ecke, sehr gefährlich, kurz ausgeführt. Oh, was holen wir da raus? Dribbelt er? Oh, getunnelt und... Oh, gefährliche Situation, das kann schnell einen Elfmeter geben. Und er spielt einfach, er stolpert ihn ins Aus. Aber dass mein Spieler da auch nicht hingeht, typisch sondern einfach stehen bleibt. Wo ich mir so denke, liebe Leute... Oh, nee. So, 30. Minute. Ibra verliert das Kopfballduell. Nicht nur Tor, sondern auch chancenlos bisher. Boah, okay. Doch, jetzt wird es ein bisschen breiter, das Spiel. In der Mitte laufen Benzema und Ronaldo. Oh, da versucht er den kurzen Pass und er verliert ihn. Nicole wieder im Ballbesitz. Endlich mal wieder. So, jetzt mal gucken. Ibra verstolpert den Ball. Er steht aber auch ganz gut, muss man sagen. Ich habe bisher noch nicht so ganz für meine Verhältnisse... Oh, Ronaldo läuft aber auch nicht. Also, das sage ich mir auch andauernd. Die laufen einfach nicht. Also, gefühlt ist es ja so... Nicole kann ja nur gewinnen. Also letztendlich, selbst wenn sie jetzt verliert, dann ist es immer noch so, ja, gegen Profi halt. Wenn sie jetzt aber gewinnt, das wäre natürlich dann schon... Das wäre schon ein harter Tobak. Da müssen wir mal ein paar extra Trainings einhalten. Dann so eine Flanke. Wer macht denn so eine Flanke? Lavezzi, ey. Ja, das könnte... kommt er noch an den... Oh, das war gefährlich. Jetzt Konter. Ronaldo läuft nicht so richtig an. Oben Bale. Jetzt leitet er weiter auf Ronaldo. Das könnte gefährlich werden. Und er versucht ihn zu stoppen und Nicoles Abwehr doch recht solide, muss man sagen. Steht wieder kack. Das gibt's echt nicht. Das kann auch so, jetzt wieder über rechts, deutlich in der Überzahl gerade. Ich darf mich nicht aufregen. Und Bale kriegt da die Flanke rein. Oh, kurzer Pass auf Contraro. Im Strafraum, dribbelt und... Oh, das muss man machen. Also da, der muss sitzen. Der, wenn man ihn so gut rausspielt, bis dahin so gut gespielt und dann... Vertattelt. Ich frage mich, was die Kackpässe immer sollen hier vor meinem Spiel. Das frage ich mich bei Nicoles Spielweise immer, was diese Kackpässe sollen. Nein, also wirklich so, wo ich echt denke, ich habe einen ganz anderen Spieler im Kopf und dann macht er sowas. Hm. Liegt dann schon am Spieler, würde ich sagen. Ne? Finde ich nicht. Da haben dann auch mal, da spielt dann der Charakter der Einzelnen. Auch das? Da? Ach. Definitiv Schuld des Spiels. Ja, irgendwie schon. Oh, ja, wieder so eine typische FIFA-Verstolperungsaktion. Gerade ja, wieder. Das war aber auch nicht klug gespielt gerade. Zurück. Jetzt versucht Nicole doch mal ein bisschen in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ein bisschen Ballkontrolle ist auch nicht verkehrt. Ja, oh, leitet ihn schön weiter. Ibra. Was sind das für Pässe? Also jetzt mal ernsthaft, Robin. Was soll ich mit so einem Pass? Ja. Wer soll den bekommen? Ja, Nicole, das musst du dein Gefühl. Oh, faul. Ja. Oh. Also bei Ibra Umholz, ne? Geschuldet aber durch die übertriebene Drehung, die er da versucht hat. Ja, ich würde mich auch mit dem würde ich mich auch anlegen. Vor allem an seiner Stelle. Schöner kleine Modric. Er ist mal Zlatan Ibrahimovic anschuldigen. Gefährliche Situation. Man denkt, man ist weit weg, aber der Zopf ist am Ball und der tritt da jetzt richtig gegen. Ja, schade. Ja. Zumindest ist er aufs Tor gekommen. Ja, aber schwach geschossen, das ist nicht gefährlich.
Nicht mal in FIFA 15, ist das gefährlich, Nicole. Oh, jetzt geht hier, ja. Ja, erste Halbzeit, was soll man davon halten? Also, gefühlt sehe ich jetzt keinen klaren Vorteil, auch wenn die Statistik jetzt ein bisschen was anderes sagt. Schüsse aufs Tor, 3. Ich hatte einen, wann war der denn? Ja, wahrscheinlich der Freistoß gerade. Ach ja, stimmt. Das war ja, das kann sein, ja. 100% Schussgenauigkeit, bin zufrieden. Ballbesitz, okay, da bin ich recht zufrieden. Das ist einigermaßen ausgeglichen. Ja. Bisschen negativ für mich. Ist noch nicht das Optimum gerade. Ja, aber ich muss sagen, ist auch ungewohnt, mal gegen PSG zu spielen. Ist nicht oft der Fall. Ja, also generell ist Nicole doch ein großer Fan von PSG, muss man ja sagen. Sie spielt ja schon länger mit. Auch schon seit bestimmt FIFA 13 oder so immer wieder mal. Ja, FIFA 14 hat es so wirklich für mich entdeckt. So. Also PSG ist ja wirklich eine ungewöhnliche Mannschaft, muss man sagen. Und trägt sich natürlich viel durch diesen... Durch diese extrem starken Werte von Ibrahimovic einfach, der halt, ja, der zwar super langsam ist, aber den man halt kaum vom Ball kriegt, ohne einen Foul zu riskieren. Aber gut, wir werden es ja sehen. Real quasi der Liebling aller Profis. Oder? Im Strafraum! Das war doch wieder Abseits, dachte ich. Das sah nach Abseits aus, aber war es nicht. Und abgefälscht auch noch. Na toll. Oh. Kurze Ecke, kleine Flanke, der ist drin. Ja. Ja. Da springt auch keiner hoch mal. Der war, muss man schon sagen, solide und gut ausgeführt. Ja, aber also, schlecht verteidigt auch, das war doof. Da stand Nicole wirklich schlecht, ja. 1-0 für unseren Next-Gen-Profi quasi. Mal gucken, ob Nicole das rausholen kann. Jetzt auch natürlich die Frage, auch an dich jetzt. Stellst du jetzt deine Taktik ein bisschen um mit Real oder versuchst du jetzt so weiter zu spielen, wie du gerade gespielt hast? Nein, never change a winning system, ne? Ja, also er sagt, was einmal funktioniert, das würde er jetzt beibehalten. Er würde jetzt nichts ändern. Also Umstellung gibt es eigentlich hauptsächlich nur, wenn es wirklich im Rückstand ist und gar nichts zusammenläuft. Dann aufpassen, jetzt nicht das Tor kassieren. Starker Schuss von Ibrahimovic, flach. Aber da ist, wen hast du ins Tor gestellt übrigens, das habe ich gerade nicht gesehen. Ich habe Iker Casillas im Tor. Okay, also viele behaupten ja von Real, dass er ein bisschen zu klein ist. So, also jetzt für FIFA einfach. Ja, wie siehst du das? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Argument, ihn nicht im Tor stehen zu lassen. Aber Navas ist ja kein ebenwürdiger Ersatz, meiner Meinung nach. So, mal gucken. Ganz zu Anfang von FIFA 15, wo Casillas halt schwach gespielt hat und auch direkt runtergewertet wurde, da war Navas eine Variante, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Mal gucken, was Nicole jetzt wieder aus ihrem ruhenden Ball macht. Was ich? Achso, das war AO. Ich habe gerade schon. So, Nicole, spielt man ruhende Bälle. Oh, das ist ein Leben, verdammt. Ja, aber gewohnt, nicht gewohnt, sondern ungewöhnlich ereignislos eigentlich. Bis auf das eine Tor spielt sich doch gerade wenig in den Strafräumen ab. Oh, schöner Hackentrick von Nicole. Der kommt rein, kommt Ibra da ran. Der ist drin. Eiskalt. Ja, schwer zu verteidigen, glaube ich, oder? Also nichts zu machen, wenn der Marcelo da gegen Ibrahimovic spielt. Das ist, wer war das? Marcelo, glaube ich, oder? Marcelo, ja. Also, wenn selbst Marcelo im Kopfballduell da nicht rankommt, ich glaube, dann kannst du auch niemanden hinstellen. Ja, Ramos. Hätte Ramos da gestanden, dann wäre was anderes gewesen, aber gegen Marcelo. Jetzt sehen wir nochmal. Ja, also, es steht, ja, nee. Da ist natürlich die Frage, wenn man da schneller reagiert, kann man da den Torwart, könnte man den Torwart da rausholen, dass er den vielleicht wegfaustet oder ist es zu weit weg? Meiner Meinung nach ist das keine Variante. Der Fehlerquotient der Torhüter ist so hoch in dem Spiel, da würde ich mich nicht darauf verlassen. Das ist schon schade, wenn man dann quasi das Tor schon sieht, bevor man, also man kann eigentlich nichts mehr verhindern. Man sieht wie... Kann nur noch hoffen, dass Ibra was ins Auge kriegt und dann in den Kopf. Oder dass er sich beim Kopfball dann verletzt, beim Landen. Das hoffe ich natürlich nicht. Ja. Ohne Ibra ist das Spiel natürlich... Nicoles Wunderball landet wieder beim Gegner. Und da haben wir natürlich dann wieder die Schwäche von Ibra. Oh, der war jetzt... Da hätte man rankommen müssen. Stark jetzt über die Außen. Matuidi. Oh. Ja, findet nicht so richtig einen Abnehmer. Jetzt wieder in der Mitte Lavezzi, Ibrahimovic. Jetzt muss er was draus... Oh, den gibt er ab. Ibrahimovic hätte den nicht abgegeben. Ja, so ein bisschen. Da wartet jetzt. Oh ja, das wird. Oh, das wird nichts. Da gehen so viele Abwehrspieler. Die Ballverarbeitung ist aber auch echt hier von Eimer. Jetzt Ibrahimovic unten. Guck dir das mal an, wie kacke die. Die kriegt gerade auch jeden Ball. Der Scheißball schießt da drüber.
Also da muss man sagen, in Anbetracht der Tatsache, wie lange du jetzt den Ball hattest, ist ja. Dass da nichts rausgeworden ist, das ist jetzt wirklich das ist scheiße, nicht gut gewesen. Das Nicole. Stimmt, ja. Sehe ich ganz genauso. Also das, das war jetzt aber auch nicht nee, der war... Das ist natürlich wieder so ein bisschen, da muss man dann so ein bisschen auf einen guten Tag hoffen, dass sowas nicht passiert. Das stimmt allerdings. Oh, Ibrahimovic kann sich durch... Oh! Ja, da muss man ja aufpassen. Nicole, ich spiele ja auch oft gegen Nicole und Nicole zieht doch ganz gerne mal so 40 Meter oder so, tritt die da gerne mal mit Ibrahimovic dagegen und der landet zu oft im Tor. Also die Torwerte stehen dann, also wie du auch gerade schon angesprochen hast, Torwerte, der Fehlerquotient ist extrem hoch dieses Jahr. Aber auch, was natürlich auch wichtig ist, die Torwerte stehen gefühlt immer zu weit vorne. Also, ja, das auf jeden Fall. Die lassen sich zu oft ein einschenken, wie man so sagen würde. Oh, gefährlicher Ball. Kommt da... Oh. Hey, bin ich gerade noch mitgelaufen. Ich dachte mir so, oh scheiße, jetzt kriegt er den Ball nicht. Und gefühlt hätte er auch früher passen müssen, als Benzema schon gestartet ist. Da habe ich gedacht, da kommt schon der tödliche Pass. Jetzt die Ecke. Ja, Ecken sind ja halt wieder Isco, so, ne? Oh, der ist ganz... Boah, da hätte ich jetzt gedacht... Wenn er den jetzt nicht gehalten hätte, ne? Dann hätte ich jetzt aber auch gedacht, lieber Mann. Siriju. Siriju oder Sirigu? Siriju. Sirigu. Sirigu. Also ich sag Sirigu. Was ist das wieder, ey? Ah. Nicole regt sich auf, wir diskutieren über Spielernamen. Finde ich auch gut, hab was. Oh. Sowas kann schnell mal in einem Freistoß enden, auch wenn man es gar nicht will. Aber Nicole, gewohnt ruhig, muss man ihr ja lassen. Sie versucht dann schon so ein bisschen Aufbauspiel zu machen. Ja, aber leider verstehen das Fehlpass. Da, der ist drin. Der muss rein. Wenn der nicht drin ist... Hm. Das ist Ronaldo, wenn der... Da hat sich die Abwehr ein bisschen lumpen lassen. Ja, ich verstehe auch nicht, warum er da rausrennt. So, das ist halt so... Ah, das ist halt Silber. Nur durch den Ballverlust resultiert. Er sagt... Für Ballverlust im Aufbau. Er sagt, das war die Abwehr umgeordnet. Das war der Ballverlust im Aufbau, sagt er. Ja, klar. Also sowas darf natürlich nicht passieren. Ist logisch. 2-1, noch 10 Minuten zu spielen. Mal gucken. Also ich bin jetzt so jemand, ich stelle dann totaler Angriff, Konter, alles was jetzt geht. Das war Abseits. Nach vorne. Nicole, ja, guckt entspannt auf die Uhr. Jetzt mal schauen, oben startet oben. Ronaldo ist schon im Abseits. Vielleicht kommt Bale jetzt alleine durch. Boah, Bale läuft nicht richtig an. Nicole hat den Ball. Schauen wir mal, was sie draus machen. Ibrahimovic, den Ball gibt er nicht her. Schön auf Cavani. Verratti. Auf. Jetzt Lavezzi. Los, komm. So. Macht er es jetzt? Da kommt die Flanke krumm rein. Oh. Ja, aber da steht Ibrahimovic falsch. Aber noch heiß der Ball. Kriegt den Ball. Oh, ja. Da ist dann quasi PSG doch in dem Moment nicht körperstark genug. Starke Grätsche. Mal gucken. Ibrahimovic stümpelt irgendwo im Abseits rum. Oh nein, er läuft da nicht durch. Oh, da kommt er noch rein. Oh. Das kann schnell zu einem Elfmeter kommen. Wenn sich der Zopf da einmal fallen lässt, gibt es schnell einen Strafstoß. Jetzt aber im Konter quasi Bale. Auf den Außen, da kommt keiner hinterher, das kannst du vergessen. Da kannst du auch direkt in die Mitte ziehen. Da trickst er nochmal, ist im Strafraum und das gibt, ist es ein Strafstoß? Elfmeter. Ja, ist Elfmeter. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, es ist Elfmeter. Sieht mal an der Schiedsrichteranimation. Das ist natürlich so ein Foul, das will man irgendwie nicht begehen. Man in der 90. Ja, auch das noch, ey. Schauen wir mal. Ja, er macht halt den Ausfallschritt. Weißt du, vor allem, also das Foul ist, glaube ich, vorher und alle rennen sie in ihn rein. So. Ronaldo, ist natürlich auch eine spannende Situation. Jetzt kann er es natürlich sicher machen, ne? Mach den Spaghetti-Move. Ja. Hast du da, jetzt hast du ihn ja, ich sag mal, recht locker nach links geschossen. Weil er ist jetzt auch, du hast ja jetzt wenig zu verlieren, aber wenn das jetzt ein Elfmeter gewesen wäre, von dem es abhängig gewesen wäre, hast du da so eine Methode, wie du ihn richtig, wie du weißt, der geht immer rein? Na, eigentlich weniger. Das ist halt so, dieses Jahr auch, wenn man einen Elfmeter betrachtet. Schon Zeitpunkt, der Torwart springt, finde ich, ganz komisch bei Elfmetern. Ja, was du bist das? Im richtigen Eck und trotzdem hält er sie zu, keine Ahnung, zu 80% oder 90% trotzdem nicht. Weil, finde ich, sind Elfer halt eine relativ sichere Sache, außer du schießt ihn halt mittig in die Mitte. Also von der Höhe mittig und halt auch von der Platzierung mittig. Oh, jetzt nochmal. Wird es das 4-1? Ja, nee, das ist Abseits. Ja. Soll doch eigentlich nach außen kommen, der Ball. Ist auch nicht Zeit. Ja. Mal gucken. Ist jetzt eigentlich natürlich eine... Wir warten jetzt alle auf den Schlusspfiff. Ja, ruhender Ball und Nicole haut das Ding natürlich wieder mitten in den Gegenspieler. Aber warum auch immer. Ronaldo auf dem Flügel, den dribbelt er. Jetzt nochmal was Schönes für die Zuschauer. Ah. Ja, Entschuldigung, aber das hier... In den Gegner reingedribbelt. Spiel vorbei, ja. Ha, was soll man dazu sagen? Also Nicole hat sich eigentlich jetzt von meiner Position aus ganz gut geschlagen. War aber ganz okay. Konnte gegen den Routinier jetzt doch am Ende nichts ausrichten. Real halt, ne?
Und wie sieht der Profi das? Ich wehre mich ja gegen ihn. Ja, ich muss sagen, ab und zu das ruhige Aufbauspiel, das ist halt echt gut bei ihr gewesen, aber an sich halt dann doch schlussendlich relativ verdient und dominiert gespielt. Also. Er lobt dein Aufbauspiel, aber letztendlich hat das nichts gebracht, sagt er. Nee, man muss natürlich also, auch die Chance nutzen, Ballverlust, sagt er halt auch. Das, was ich ja auch die ganze Zeit bemängelt habe. Nicole das, ist dann, Den hätte Cavani gerne mal machen können. Also wir schauen uns gerade so ein paar Wiederholungen an und der muss reingehen. Den kann man mal machen, theoretisch. Aber gut, so viele Highlights gab es jetzt auch gar nicht. Nee, so viele Highlights gab es jetzt nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns für die Partie. Schön mal auch in unserer kleinen Serie einen wirklichen Profi zu haben. Und wir haben seine Ehre ja quasi bewahrt. Nicole hat... Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, sagen wir es mal so. Darauf lässt sich aufbauen. Ja, ansonsten würde ich das Wort einfach unserem Gast geben. Und dann hast du quasi das Abschlusswort. Ja, dann bedanke ich mich auch erstmal für diese Möglichkeit. Und ja, würde mich immer wieder über eine neue Einladung freuen. Vielleicht machen wir es so, vielleicht trete ich nächstes Mal gegen dich an. In FIFA 14 war ich sehr stark, FIFA 15, da ist mir der Würfelfaktor noch zu hoch. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht bringt es ja was. Ich spiele auch mit Real oder mit Bayern. Dann hast du nicht mehr diesen PSG-Faktor, wie ich ihn nenne. Können wir vielleicht mal eine Revanche machen? Vielleicht schaffe ich es ja, Nicole dann zu rächen quasi. Ja, können wir gerne machen. Bin ich bereit für. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Und dann sehen wir uns im besten Fall dann beim nächsten Mal. Ja. Macht's gut. Ciao. Tschüss.